Hallo, liebe Freifarm-Zuschauer. Es geht heute darum, dass wir in Deutschland in einer Kindeswohldiktatur leben. Was meine ich damit? Wie ich in dem Interview mit dem Dr. Med. Wolfgang Gentz zusammen besprochen habe, ist die Familienrechtsprechung, die der Bundesgerichtshof vorgibt, die basiert auf einer autoritären Erziehungslogik. Wenn Eltern nach der Trennung der Kinder nicht mehr selbstständig entscheiden können, wo die Kinder betreut werden, wie oft, ja, und dann ein Elternteil vor das Gericht geht, dann sagt der Bundesgerichtshof, dann ist es besser für ein Kind, nur ein Elternteil zu haben. Das heißt, der Bundesgerichtshof erstellt ein autoritäres Erziehungsgebilde. Ja, wenn ihr überlegt, es gibt Staatsgebilde, staatliche Strukturen, eine Demokratie, ja, da gibt es Wahlen, da gibt es Parlamente. Und der BGH macht für Trennungsfamilien, die sich an den Staat wenden, um Rechte zu sichern, ja, baut der Bundesgerichtshof auf Basis des sogenannten Kindeswohls, was völlig undefiniert ist, erbaut er eine autoritäre Struktur. Und die autoritäre Struktur ist die, dass dann Kinder hauptsächlich oder nur bei einem Elternteil leben nach der Trennung. Also diese Kindeswohldiktatur, von der ich spreche, von der sind nicht alle Familien betroffen, sondern die Trennungsfamilien, weil das ist die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zu Trennungsfamilien, ja, wenn die sich an den Staat wenden und Hilfe brauchen. Andere Familien lässt er in Ruhe, er lässt auch Familien in Ruhe, der Staat, die das selber hinkriegen. Diese Kindeswohldiktatur ist etwas, das wirklich ein subsystemischen Autoritarismus nennen. Entschuldigung, ich habe Politikwissenschaft studiert. Solche Sachen kommen mir leicht über die Lippen. Ich erkläre es gern. Subsystemisch heißt einfach, nicht ganz Deutschland ist eine Diktatur, sondern ich sage eine Kindeswohldiktatur. Ich grenze es schon mal auf das Kindeswohl ein. Dann sage ich, es betrifft Trennungsfamilien, also wird es nochmal eingegrenzt. Und es ist also im Grunde das System der Familienrechtsinstitutionen. Das sind Familiengerichte, Jugendämter. Und dann halt auch noch Oberlandesgerichte, ja, die Familiensenate oder je nachdem der BGH halt selber. Die gehören zu diesem Subsystem dazu. Und Autoritarismus, ja, ein subsystemischer Autoritarismus. Was ist Autoritarismus? Autoritarismus ist eine Form von Diktatur, die sich aber nicht an einer Ideologie orientiert. Ja? Das ist, die Kindeswohldiktatur ist nicht eine nationalsozialistische Ideologie, auch keine kommunistische Ideologie oder auch keine anderweitige Ideologie, sondern das unterscheidet den Autoritarismus zum Beispiel vom Totalitarismus. Im Autoritarismus geht es um subjektive Ideologien, um Mentalitäten sozusagen, ja. Und das passt sehr gut, wenn man sich die Rechtsprechung vom Bundesgerichtshof anschaut. Die subjektive Ideologie, die Mentalität ist, Kinder sollten so erzogen werden, dass entweder beide Eltern an einem Strang ziehen, sozusagen eine doppelte, gleichgeschaltete Diktatur oder Führerschaft einnehmen, ja, eine Führergemeinschaft, ja, die gleichgeschaltet ist. Und wenn das nicht mehr möglich ist nach der Trennung der Eltern und die wollen, dass der Staat es regelt, dann regeln wir es so, dass das Kind eben nur noch einen Elternteil hat, weil viel wichtiger für den BGH, als dass ein Kind beide Eltern hat und vielleicht unterschiedliche Meinungen der Eltern mitkriegt. Und vielleicht mitkriegt, dass der eine Elternteil nicht das Wechselmodell will, der andere will es aber.
Viel wichtiger als das, ja, als diese Pluralität, die wir von der Demokratie kennen, ja, und die man eigentlich auf die Familie anwenden müsste. Nein, ja, das ist dem BGH nicht wichtig, sondern der BGH hat noch seine subjektive Ideologie, dass Kinder eine Richtung brauchen, dass Kinder Führung brauchen, dass Eltern bestimmen, was Kinder machen und dass da kein Dissens zwischen den Eltern sein darf. Das ist eine autoritäre Erziehungslogik. Und das habe ich in dem Videointerview mit dem Dr. Med Wolfgang Ganz mit ihm zusammen besprochen. Er hat ganz klar gesagt, ja, das ist autoritär. Das hat nichts mit einer demokratischen Erziehung zu tun. Also, wir leben in Deutschland in einer Kindeswohldiktatur, einem subsystemischen Autoritarismus der Trennungsfamilien, die sich hilfesuchend an den Staat wenden, ja, in Form eines Elternteils, das sagt, hey, die Mutter oder der Vater, ja, mein Ex-Partner, gib mir die Kinder nicht, ich kann die nicht sehen, ich will hier vor Gericht einklagen, dass ich die gleichberechtigt betreuen darf, 50-50, damit die Kinder beide Eltern haben. Dann fragt der BGH, beziehungsweise die Familiengerichte, auf Amtsgerichtsebene erstmal, die fragen dann, ja, kommuniziert und kooperiert ihr denn? Ja, natürlich nicht, sonst würde man ja nicht vor Gericht gehen. Ja? Und schon sitzt man in der Falle und sitzt in der Kindeswohldiktatur, in diesem subsystemischen Autoritarismus. Und dieser subsystemische Autoritarismus ist nicht vereinbar mit unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung, ist ja offensichtlich. Klare Sache. Also haben wir hier beim BGH, was der macht, etwas Ähnliches, wie es damals bei der Frage vom Bundesverfassungsgericht war, ob denn Homosexualität weiter strafbar sein darf. Ja, damals 1957 hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, ja klar, weil das ist gegen die Sitte. Ja, da hat man sogar noch mit den Kirchen argumentiert. Das ist das eine, die Sitte. Und das andere ist, man hat Gutachter eingeladen, ja, die sogenannten Experten. Und schaut euch mal diesen Beschluss des Bundesverfassungsgerichts von 1957 an und vergleicht es mal mit dem Wechselmodellbeschluss des Bundesgerichtshofs vom 01.02.2017, mit dem die Kindeswohldiktatur aufgebaut wurde, erstellt wurde. Ja, das war die fundamentale Entscheidung für die Kindeswohldiktatur. Vergleicht die zwei Beschlüsse, dann wird klar, die Sitte von 1957 ist das Kindeswohl heute. Und die Gutachter, ja, die spielen immer noch eine Rolle. 1957 haben die Gutachter, ja, die waren sich nicht zu so dumm, so einen Bockmist zu erzählen, wie das schon allein, weil ja das Geschlechtsorgan des Mannes nach außen hin gezeigt, ja, und das Geschlechtsorgan der Frau nach innen. Deshalb haben Männer eine drängendere Sexualität. Ja, und deshalb sei quasi die Homosexualität gefährlicher als dann bei Männern als sie bei Frauen. Also Lesbierinnen sind nicht so gefährlich wie Schwule. So ein Bullshit wurde da erzählt. Na, guckt euch doch mal an, wie der Bundesgerichtshof, der zitiert da eine Frau Walper, einen Herrn Hammer. Und wenn ihr die Sachen lest von denen, dann ist es genau so ein Bullshit. Das sind einfach nur Glaubenssätze. Und es ist ja auch so, der Bundesgerichtshof hat ja diese Schriften von der Frau Walper und dem Herrn Hammer, auf die er sich bezieht, selber ausgewählt. Warum? Nach welchen Kriterien? Ja? Wissen wir nicht. Steht nicht im BGH-Beschluss. Der BGH stellt einfach fest, dass die Kommunikations- und Kooperationsbereitschaft da sein muss, sonst gibt es das Wechselmodell nicht. Er hat keine Befragung aller Wissenschaftler in Deutschland gemacht oder einen Ausschuss von Wissenschaftlern gefragt oder
oder eine Metastudie gemacht. Nichts. Er hat Hand verlesen, ja, so wie das Bundesverfassungsgericht 1957 ein paar Gutachter bestellt, die zufällig wohl etwas sagen, was einer autoritären Erziehungslogik entspricht. Das ist ja logisch. Diese Schriften von diesen Scheinwissenschaftlern, Frau Walper und Herr Hammer, die können ja nur zu den Ergebnissen kommen, zu denen sie kommen, wenn sie selber in der autoritären Erziehungslogik drinstecken. Ja? Sonst könnte der BGH nicht zu so einer Entscheidung kommen. Der einzige Unterschied zwischen der Entscheidung 1957 und der Entscheidung des Bundesgerichtshofs 2017 ist die, dass die Verfolgung von Homosexuellen gesetzlich geregelt war. Es gab ja den Strafrechtsparagrafen, der Homosexualität unter Strafe stellt. Sowas gibt's beim Kindeswohl nicht. Ja, es gibt kein Gesetz, das sagt, wenn die Eltern sich trennen und einer will das Wechselmodell, dann geht es nicht, wenn die Eltern nicht kommunizieren und kooperieren. Gibt es kein Gesetz dazu. Das heißt, der Bundesgerichtshof hat hier einfach aus dem Blauen heraus gesagt, festgelegt, ja, man sagt auch apodiktisch, was das Kindeswohl ist, nämlich eine autoritäre Erziehung. Ja. Ein Elternteil führt, wenn nicht beide zusammenführen, dominieren. Das Kind dominieren, das ist das Autoritäre daran. Das heißt, der BGH hat hier einfach festgelegt, ein paar Pseudowissenschaftler bemüht, ja, die Frau Walper, die das Deutsche Institut für Jugendhilfe leitet, was, soweit ich weiß, zu 80% vom Bundesfamilienministerium finanziert wird. Aha, ganz klare politische Nähe. Und der Herr Hammer ist ein Sozialpädagoge, der hat kürzlich erst was veröffentlicht, wo dann irgendein Juristenverein gesagt hat, eloquentere Art als ich, dass es Bullshit ist, was der geschrieben hat. Und da gebe ich mal den Richtern in dem Verein auch recht. Okay, das ist die Situation in Deutschland. Wir haben eine Kindeswohldiktatur eines subsystemischen Autoritarismus in der Familienrechtsprechung und in der Kinder- und Jugendhilfe, was das Wechselmodell angeht. Wir haben hier die gleiche Situation wie 1957 bei der Frage der Homosexualität, der Strafbarkeit. Das, was damals gegen die Sitte war, ja, die Homosexualität, ist heute gegen das Kindeswohl, nämlich das Wechselmodell, wenn die Eltern es nicht selber hinkriegen. Und dagegen gehe ich vor. Ich werde in Zukunft in den nächsten Videos alle Details dieser Kindeswohldiktatur beleuchten. Ich werde die Verantwortlichen beim Namen nennen und es geht vom Amtsgericht bis zum Bundesverfassungsgericht, auch Verfassungsgericht in Stuttgart. Der Landtag ist mit involviert. Ja, in meinem Fall ist es ja so, dass man sogar gesagt hat, ich würde meine Kinder schädigen, weil ich mit denen über das Wechselmodell rede. Ja. Ich rede mit meinen Kindern über eine demokratische Erziehungsform und der Familienrichter Dr. Markus Bühler in Ulm sagt, es ist eine Gefährdung der Kinder. Ist ja klar, dass ich mir so eine Diskriminierung nicht gefallen lasse. Und diese Kindeswohldiktatur wird ja da totalitär, wo der Staat Trennungsfamilien eine Erziehungsstruktur aufoktroyiert, also aufzwingt. Da ist er totalitär, weil der Staat hat sich nicht einzumischen. Er hat auch nicht... Ja, er mischt sich ja in der Form nicht ein, dass er sagt, hey, ihr müsst eure Kinder so und so erziehen, aber er stellt die Struktur auf, die einer autoritären Logik folgt, die ich ja jetzt schon erklärt habe. Kinder brauchen dominierende Eltern. Wenn die Eltern sich trennen und nicht mehr das Kind dominieren, dann wird halt das Kind an einen Elternteil gegeben, damit der es dominiert. Okay, also ich werde in Zukunft diese Kindeswohldiktatur näher beleuchten und auch die verantwortlichen Personen. Und was die gemacht haben, ja, wie die diese Kindeswohldiktatur unterstützen. Gehört auch die Staatsanwaltschaft Ulm dabei, Generalstaatsanwaltschaft in Stuttgart. Jetzt könnte man natürlich sagen, ach, der Sandro Grogans, der ist von einem Verfolgungswahn befallen, paranoid,
hat hier Verschwörungstheorien und alle sind schuld, nur er nicht. Habe ich oft genug gehört. Erstmal, ich habe 2 Atteste von einem Fachmann, dass ich im Normbereich liege. Ich habe keinerlei Persönlichkeitsstörung, keinerlei paranoide Wahnvorstellungen oder sonst irgendwas. Zweitens, deshalb habe ich auch den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts von 1957 erwähnt. Damals, ja, wenn ich damals meinem Sohn gesagt hätte, du, Homosexualität ist ganz normal, lebe es, du hast das Recht darauf, dann wäre das eine Anstiftung zu einer Straftat gewesen. Und wenn ich dann vom Amtsgericht, vom Landgericht, wie auch immer, bestraft worden wäre dafür, ja, und ich hätte weiter in der Öffentlichkeit gesagt, das ist Unrecht, ja, selbst das Bundesverfassungsgericht findet es richtig, dass ich bestraft werde, weil ich in der Öffentlichkeit das anprangere, dass das eine Anstiftung zur Straftat ist, wenn ich meinem Sohn sage, du darfst homosexuell sein, wie du willst, das ist dein Recht, das ist dein Grundrecht, ja, das Grundgesetz garantiert es. Dann hätte man damals ja auch sagen können, Mensch, der Herr Krogans leidet unter Verfolgungswahn, alle sind schuld, nur er nicht. Das ist ja das perfide an der Kindeswohldiktatur. Sie ist, außer was die subjektive Ideologie angeht, nicht greifbar, weil es gibt kein Gesetz. Aber alle, die da an der Macht sind, ja, wie die Richter, wie auch die Politiker im Landtag oder auch die Regierung Baden-Württemberg ist auch involviert in das Ganze, in diese Kindeswohldiktatur, die haben die gleiche Vorstellung von Erziehung. Genauso wie 1957 die Macht hatten, die Vorstellung hatten, dass Homosexualität gegen die Sitte in Deutschland ist und diese Menschen, die homosexuell sind, bestraft werden müssen. Nichts anderes haben wir heute. Okay, danke fürs Zuschauen, liebe Freifahrt-Zuschauer. Bis zum nächsten Mal.